Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, Tim vom Aquarienkontor. Ja, es ist jetzt schon spät hier heute Abend, die Kollegen sind alle weg und ich mache so einen kleinen Rundgang durch die Werkstatt noch und schaue mal, was wir da so verkauft haben und habe so das eine oder andere tolle Projekt gesehen. Aber eins fand ich jetzt total mega genial und das steht jetzt hier hinter mir und das werde ich euch jetzt gleich mal etwas näher vorstellen. Ja, das hier ist ein ganz spannendes Projekt. Das ist ein Aquarium 2 Meter mal 70 mal 60 mit einer Alimar-Rückwand von der Firma Airstone halt. Und ich gehe da jetzt mal so drüber über die Rückwand. Und das ist was ganz Spannendes gemacht worden. Hier hinten ist nämlich eine Rückwand von Back to Nature anmodelliert worden, eine Slimmer-Rückwand, auf die dann vorne ein Strömungspumpenmodul geklebt wurde. Also hier kommt die Strömungspumpe hinterher rein, das ist auch von innen alles schwarz silikonisiert. Vorne ist ein Gitter eingebaut worden. Das haben wir auch so ein bisschen gesperrt, das ist hier noch nicht ganz fertig. Und da ist dann die Strömungspumpe drin, die kann dann gekippt werden, von oben nach unten, dass man die Strömung einstellen kann. Und hier hinten, wenn ihr mal guckt, da ist die Slimline-Rückwand an die Aerstrom anmodelliert worden. Das heißt also, die Kollegin, das da hängt, hat alles entsprechend der Kontur ausgeschnitten mit dem Fräser und hat dann hinterher diese Silikonnähte auch schon so ein bisschen vorkaschiert. Das wird dann halt so eine Kiesschicht aufgetragen und Kiesand gemischt, was sie da hat. Das macht sich immer fertig. Und wenn ihr auch von hinten mal guckt, das ist richtig verklebt worden. Von hinten sieht man diese dicken Silikonnähte hier. Das ist auch ganz gut, weil diese Kunststoffbeschichtung vorne mit dem Silikon, das hat nicht so eine ganz so hohe Haltbarkeit, gerade mit dem großen Auftrieb von dieser riesengroßen Rückwand. Hier ist ja so ein geschäumtes Material. Das muss schon perfekt verklebt werden und deswegen schneiden wir halt immer diese Slimline-Rückwände entsprechend an. Hinten mit gut Silikon hintergefüllt und dann hat es auch mit dem Auftrieb gibt es da keine Probleme. Es reißt sich auch niemals los. Das ist dann wirklich für viele, viele Jahre gebaut und sieht auch gut aus. Ja, hier hinten haben wir dann ein Filtersystem drinne. Also ist auch noch nicht ganz fertig. Hier am Kugelhahn endet das. Da hinten haben wir die Pumpenkammer und morgen kommt dann die ganze Verrohrung mit den Düsen rein. Spannende Geschichte auch mal zu wissen, die Rückwände bauen wir teilweise in stärkerem Glas, das ist hier 15 mm. Und dann können wir auf die Strebe verzichten. Das Aquarium hat also nicht wie hier vorne so eine Glasstrebe noch dran, sondern das hat da hinten wirklich keine Strebe, weil die Rückwand eine höhere Eigenstabilität hat und dann brauchen wir auch nur die Glasbrücke oben drüber setzen, die hier in der Mitte ist. Und das hat einen großen Vorteil, weil jetzt erst für die Kammern, wenn man da doch mal ran müsste, der Filter hat ja einen recht wartungsarmen Betrieb, dass man die Biokammer gar nicht so ran muss. Da habe ich übrigens auf aquarienkontor.de immer einen zweiteiligen Blogbeitrag zugeschrieben. Aber wenn man mal ran möchte, da kommt man auch gut ran, weil hinten ist jetzt wirklich Platz hinter der Rückwand. Und ist auch alles in diese 3D-Struktur hier unten integriert, sodass wir da hinterher auch wirklich den bestmöglichen Platz vor noch alles erhalten. Also ihr seht ja schon hier. Da ist noch massig Platz bis zur Rückwand rein. Die Fische schwimmen ja auch in die Rückwand hinterher rein. Und da ist also so eine Rückwand nimmt gar nicht so viel Platz weg, wie alle mal denken. Und sieht natürlich traumhaft aus im Aquarium. Ja, was haben wir hier noch? Die Einläufe. Die werden bei uns im exklusiven Einbauservice immer schön kaschiert. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier welche haben. Hier oben ist ein Einlaufgitter. Das ist hier so hinter diesen Stein gesetzt worden. Da müsste auch eins sein. In dem Bereich, wo meine Hand ist, sieht man so, das ist dann auch ein bisschen reinkaschiert worden. Auch die Ausläufe hinten, da ist das gleiche in grün. Wenn ich die Kamera hier so ein bisschen kippe, dann seht ihr das. Da ist eins. Aber wenn man von vorne vorguckt, dann sieht man diese Ein- und Ausläufe überhaupt nicht mehr. Und dann ist das eine richtig schicke Geschichte. Unten im Bodenbereich, da sieht man einen so ein bisschen, also ganz kriegt man sie auch nicht weg, aber. Da gibt sich die Kollegin immer schon sehr viel Mühe, dass man das bestmöglich alles kaschiert, sodass die Rückwand an sich zur Geltung kommt. Und ich denke mal, das ist ein Projekt, was man zeigen sollte. Und deswegen habe ich euch heute Abend mal dieses kleine Video gemacht. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ich beantworte das natürlich auch alles hier bei YouTube, bei Instagram. Könnt ihr vielleicht hinterher mal Bilder sehen von solchen Aquarien. Und bei Facebook, da wird auch gepostet. Viele Kundenfotos etc. Und wenn ihr ein Aquarium von uns habt, was so schön aussieht und ihr wollt uns ein Foto einsenden, dann schickt mir das einfach an t.stenzel@aquarienkontor.de und dann werde ich das auch gerne den anderen hinterher zeigen. Ja, ich hoffe, der kleine Einblick zu diesem wunderschönen Aquarium, zu unseren Rückwänden, das hat euch gut gefallen. Wenn es so ist, dann liked bitte das Video und für die nächsten Male abonniert den Kanal, das kleine Glöckchen da unten klingeln lassen. Dann seht ihr, wenn das nächste Video hochgeladen wird. Ich werde die Tage mal im Glasbau drüben noch einiges zeigen und wir werden uns auch mal verschiedene Schränke angucken, verschiedene Filtertechniken und solche Geschichten. Da sind wir bestimmt ganz gut mit dabei. Wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, spezielle Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich antworte euch da. Und ja, von dieser Stelle erstmal einen schönen Abend noch, eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis bald.